Mein Name ist Christoph Stadler. Ich fliege inzwischen seit 17 Jahren, davon gut die Hälfte, 9 Jahre als Kapitän. Und ich fliege einen A320. Für die meisten Piloten, wie auch für mich, die Landung schlussendlich der spannendste Teil des Fluges. Während dem Reiseflug fangen wir schon an, uns zu vorbereiten auf den Anflug. Jeder Flughafen veröffentlicht entsprechende Karten. Die müssen wir dann auch studieren. Das wird nochmal intensiv gebrieft von dem Piloten, der fliegt, dass er dann ganz genau erklärt, was er wie wo vorhat und auf welche Besonderheiten jetzt an diesem Flughafen geachtet werden muss. Gut, um sicher landen zu können, haben wir natürlich verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel die Landeklappen, die man ja immer hört auch und sieht, wie die ausfahren, wenn man beim Flügel sitzt. Mit denen tun wir den Flügel künstlich vergrößern und somit können wir langsamer anfliegen. Dann haben wir natürlich das Fahrwerk. Das hilft uns nicht nur die Landung abfedern und rollen am Boden, sondern das hilft uns auch, um die Geschwindigkeit in der Luft reduzieren zu können. Wir haben auch ABS wie beim Auto, hat auch ein Flugzeug, hilft uns, das Flugzeug abzubremsen, damit wir uns mehr auf die Centerline, also das heißt diese Mittellinie, konzentrieren können, um das Flugzeug gerade zu halten. Den Umkehrschub nach der Landung wird es nochmal ein bisschen laut, das heißt der Schub wird praktisch nach vorne umgeleitet, um das Flugzeug abzubremsen. Und wenn man manchmal beobachten kann auf dem Flügel auch diese Klappen, die dann hochkommen, sogenannte Spoilers nennen wir die, die erzeugen dann auch nochmal Luftwiderstand, wir möglichst eine kurze Landerollstrecke haben. Als Hilfsmittel zur Landung haben heute die meisten Flughäfen ein sogenanntes ILS. Das ist ein Instrumentenlandesystem, das uns auf einen sogenannten Gleitpfad runterführt, dass wir auch bei schlechtem Wetter schlussendlich an den Punkt kommen, wo wir dann die Landung manuell durchführen können. Und es ist für uns auch immer ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir die Passagiere sicher an ihren Zielort gebracht haben.